Deutschland gegen die Schweiz, die Mutter aller Derbys im deutschen Frauen-Eishockey, fand beim Halloween Cup 2012 ihre Fortsetzung. Eigentlich war das Spiel, es war das letzte Spiel des Turniers, als Endspiel um den Turniersieg gedacht. Doch durch die deutsche Niederlage gegen Tschechien konnte das deutsche Team trotz eines Sieges den Turniersieg nicht mehr erringen. Aber mit einem Sieg gegen die Schweiz konnte man die Tschechinnen zum Turniersieger machen. Würde man nach 60 Minuten gegen die Schweiz nur ein Unentschieden erreicht haben oder sogar verlieren, wären die Schweizerinnen Turniersieger. Beste Voraussetzung also, um das Derby zu 100% konzentriert anzugehen. Immerhin konnte man den Schweizern mal wieder in die Parade fahren. Doch vorweggenommen, wie in fast allen Partien, blieb auch dieses Derby fair. Kleiner Smalltalk zwischen Bundestrainer Peter Katern und Schiedsrichterin Ramona Weiß vor dem Spiel. Wahrscheinlich sicherte Katern der Schiedsrichterin zu, dass, egal wie das Spiel ausginge, ihr von deutscher Seite aus niemand an den Hals gehen würde. Die deutsche Mannschaft startete offensiv und hatte die erste Torchance durch Kerstin Spielberger. Auf der Gegenseite Stefanie Marti für die Schweiz, doch sie scheitert an Viona Harrer im deutschen Tor. Gegenangriff und Manuela Anwander scheitert an Sophie Antermatten. Deutschlands Lisa Schuster und Nina Kamenik verpasst das Zuspiel. In der temporeichen Partie geht es sofort wieder auf die andere Seite. Ein harter Einsatz einer deutschen Verteidigerin bleibt ungesühnt. Für so etwas hat man in der Vergangenheit auch bereits 2 Minuten Strafen gesehen. Das deutsche Team bleibt jedoch komplett. Und versucht über Kerstin Spielberger Monika Bittner und nochmals Spielberger die Führung zu erzielen. Auch die nächste Szene gehört der deutschen Mannschaft. Wieder versucht es Spielberger. Manuela Anwander und wieder Spielberger, doch sie verpasst knapp, bedrängt von einer Schweizer Verteidigerin. Die Gefahr vor dem Schweizer Tor scheint erst einmal geklärt. Die Gäste versuchen sich im deutschen Drittel festzusetzen, was ihnen jedoch nicht wirklich gelingt. Die deutsche Mannschaft kann sich befreien. Und plötzlich geht Bettina Evers allein auf das Schweizer Tor zu. Doch auch sie scheitert an Antermatten. Auf der Gegenseite Stefanie Marti. Nur knapp verhindert Viona Harrer in letzter Sekunde den Rückstand. Erneut Marti, erneut Harrer. Deutschland dann in Überzahl und zweimal die Chance für Jacqueline Janssen von der blauen Linie und Monika Bittner vor dem Tor den Schuss von Janssen abzufälschen. Hier Nummer 1.
und dann folgt Nummer 2. Zur Abwechslung wieder die Schweiz. Im Zusammenspiel Julia und Stefanie Marti. Doch Endstation ist wieder Viona Harra. Die nächste Szene gehört ebenfalls der Schweiz. Mit Sarah Benz und Isabel Weidacher, der bei diesem Turnier torgefährlichsten Reihe der Schweizerinnen. Es folgt ein Déjà-vu, wie bereits kurz vorher wieder eine harte Aktion einer deutschen Spielerin an der Bande gegen eine Schweizer Angreiferin. Wieder gibt es keine Strafe. Und Evelina Rasselli scheitert an Viona Harra. Hier zu sehen. Vor Drittelende nochmal die deutsche Mannschaft. Kapitän Susan Götz erkämpft sich die Scheibe und die Chance, doch auch sie bleibt vor dem Tor der Schweizerin erfolglos. Das zweite Drittel sieht ein schlechtes Abspiel der Schweizer, ein Querpass von Jacqueline Janssen und Julia Seitz verpasst knapp vor dem Tor. Die Schweiz auf dem Weg nach vorne, Nicole Bullot bereitet vor für Katrin Napols und Anja Stiefel. Konter Deutschland, Nina Kamenik und Lisa Schuster auf dem Weg zum Schweizer Tor, doch Schuster scheitert. Noch. Und dann trifft sie. In der 24. Minute auf Zuspiel von Manuela Anwander hält Schuster ihren Schläger hin und ist diesmal erfolgreich. Das 1:0 für Deutschland. Und die deutsche Mannschaft will nachlegen, doch Tina Evers scheitert aussichtsreich. Die Schweizerinnen bemüht um den schnellen Ausgleich mit ihrer starken Reihe um Sarah Benz und Isabel Weidacher auf dem Eis, die beide dann auch schnell vor dem Tor von Viona Harra auftauchen. Doch Harra sichert in dieser Situation nicht nur den Puck, sondern auch die Schweizer Spielerin. Kein Durchkommen. Wie es besser geht, zeigt dann Lisa Schuster. Das Zuspiel von Susanne Fellner auf Nina Kamenik, das schnelle Weiterspiel auf Schuster und die ganz einfach an beiden Schweizer Verteidigerinnen sowie der Torfrau vorbei zum 2:0 in der 28. Minute. Große Freude und die Vorentscheidung in diesem Spiel. Schweizer Gegenwehr durch Sarah Benz. Stefanie Marti und Jessica Lutz versuchen es ebenfalls erfolglos. Auf deutscher Seite dann Kerstin Spielberger, doch der Winkel zu ungünstig. Spielberger bleibt am Puck und Tina Evers aus kurzer Entfernung scheitert an Antamatten. Für die Schweiz dann nochmals Julia Marti gegen die mittlerweile im Tor stehende Jennifer Haars. Kurz vor Drittelende die Chance für Nina Kamenik auf 3:0 zu erhöhen. Doch ihr versagen die Nerven. Den letzten Spielabschnitt beginnt Kerstin Spielberger mit einer Chance zum 3:0. Ihr sofortiger Drehschuss findet jedoch nicht ins Ziel. Hier die gedankenschnelle Reaktion. Auf der Gegenseite legt Rasselli auf.
doch sie findet keine Mitspielerin. Und Sarah Benz wird rechtzeitig geblockt. Die endgültige Entscheidung dann in der 52. Minute. Wieder Schuster, fast eine Parallele zum 2:0, wieder durch zwei Verteidigerinnen und wieder lässt sie Torfrau Antermatten keine Chance. Drei Tore in einem Länderspiel und das gegen den letztjährigen WM-Dritten. Keine schlechte Visitenkarte für die neue Berlinerin für weitere Einsätze im Nationaltrikot. Die selber kaum glauben kann und sich auf der Anzeigentafel nochmal vergewissern muss. Schulterzucken, wie hat das geklappt? Dreimal Schuster, da wollte Kerstin Spielberger auch endlich ihr erstes Tor erzielen, doch wieder scheitert sie. Letzte Versuche der Schweiz. Wieder mit Isabel Weidacher und mit Jessica Lutz. Doch die Schweizerinnen schafften es an diesem Tag nicht, die beiden deutschen Torfrauen zu überwinden. So blieb es beim auch verdienten 3:0-Erfolg der deutschen Mannschaft, die sich damit Selbstvertrauen holte für die weiteren Aufgaben, zum Beispiel im Olympia-Qualifikationsturnier im Februar in Weiden, sowie nebenbei die Tschechinnen, die zu dem Zeitpunkt bereits auf der Heimreise waren, zum Turniersieger zu küren. Somit erlebte der dritte Halloween Cup nach Deutschland der Schweiz nun mit der Tschechischen Republik den dritten Sieger. Ein gutklassiges Turnier, in dem in diesem Jahr nur die Slowakei abfiel.